immer von außen. Ja, ich habe mit dem Robin zusammen gewohnt und Sozialpädagogik studiert. Und dann bin ich ein Jahr rumgereist und wusste nicht so richtig, was ich machen soll danach. Und dann hat Robin mir einen Job als Surflehrer in Portugal besorgt. Und danach wussten wir beide nicht, was wir machen sollen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ja komm, wir probieren mal ein Surfcamp aufzumachen. Ja, und dann haben wir hier mehrere Strände abgeklappert. Hier war es eigentlich dann so, dass die Leute gesagt haben, ja, warum nicht, probiert's und so weiter. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, das ist der Platz und sind wir eigentlich auch echt froh drum. Ich sag immer noch wir. Ich noch echt froh drum, weil es einfach, finde ich, eine der schönsten Strände ist in Spanien. Und zum Wellenreiten lernen einfach optimal ist, ja. Und haben dann, ja, so eine Zwei-Man-Show dann abgehalten, gemacht. Der eine hat immer Kurse gegeben, der andere hat gekocht. Und ja, und dann ist Robins Freundin schwanger geworden und dann haben die beiden sich entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen. Ja, und ich wollte es halt auf jeden Fall weitermachen, weil es einfach irgendwo mein Traum ist auch. Ja, also mir ist halt wichtig, dass für Element Surf, dass es eine familiäre Atmosphäre ist und eine persönliche. Ich bin nach wie vor eigentlich immer noch jeden Tag hier, obwohl ich es gar nicht sein müsste. Aber einfach, weil ich auch den Leuten ein guter Gastgeber sein möchte. Und ja, es ist halt hier jetzt kein anonymes Hotel. Wir sind halt im Prinzip wie eine große Familie oder wie Freunde. Und das ist, ja, jeder soll sich hier fühlen wie ein Freund, der soll hier ankommen, soll sich fühlen wie zu Hause. Und das probieren wir halt alle zu vermitteln, ne? Und das ist auch das, ja, das ist auch das, wofür wir stehen, ist halt, ja, wie bei Freunden. Yeah, Robin, nice! Ich glaube, hier ist schon irgendwie Magic. Ja, also fand ich jetzt auch. Nein, aber es ist wirklich so, ich habe mir das heute wieder während dem Surfkurs gedacht, da darfst du nicht lernen, Saskia. Es ist wirklich so, während dem Surfkurs gedacht, dass die Wellen hier zum Lernen optimal sind. Die sind nicht zu schlapp, sodass es langweilig wird. Und wenn man will, dann kann man ja hier in Oyambre gehen, da sind sie immer ein bisschen schlapper. Gell, Saskia? Und sind trotzdem nicht zu kräftig, dass man immer verprügelt wird. Mhm. Und wie schön ich die Leute heute in die Wellen reinstumpfen konnte. Wie viel Zeit die uns gegeben haben. Und die waren ja, ich meine, die waren teilweise zwischen Hüft und Schulter groß. Und die konnten einfach, hatten viel Zeit, um aufzustehen. Und ich konnte sie schön reinstumpfen. Wir konnten es gut abpassen, wo sie sitzen und so. Also, ich surfe jetzt schon 4 Jahre. Ich habe meine geistig-grüne Welle jetzt im Surfkurs gefahren. Bin ich mit der Rail quasi eingetaucht. Und ich glaube nicht, dass ich das auch alleine geschafft hätte, mit dem alleine alles beibringen und so. Also, es war schon echt cool vom Malek. Habe ich auf jeden Fall mehr gelernt, als ich, wenn ich das alleine machen würde. Ich komme immer wieder hierher mit meiner Mama. Weil hier ist es immer total chillig, hier ist immer gute Laune und man lernt auch was.
Wir sind alle echt total nett und hier kann man entspannen einfach.